Hallo, mein lieber Stier, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut und herzlich willkommen zu der Liebeslegung für den August. Ja, habe ich schon länger nicht mehr gemacht, deshalb gibt es jetzt auch mal wieder eine Liebeslegung im August für den August. Ich habe zwar viel von der Liebe gequatscht, auch in den Augustlegungen, in den normalen Legungen, sage ich jetzt mal, in den allgemeinen Legungen, aber ich habe das Gefühl, die Liebe spielt in diesem Sommer irgendwie eine große Rolle. Da müssen wir drüber sprechen. Stier. Also, wir gucken uns erstmal Überschriften an und dann schaue ich mir an, wie es zwischen dir und einem Gegenüber aussieht. Ist jetzt egal, wer das ist. Wir gucken uns an, wie die Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen sein können und dann schauen wir uns an, wie die Ausgangslage vorerst aussieht zwischen euch. Ja, bedenke, dass die Legung natürlich auch allgemein ist, nicht unbedingt jeden betreffen muss, aber ihr habt ein Gespür dafür, ihr werdet das spüren. Und bedenke auch, dass die Seiten vertauscht sein können, also du kannst entweder hier auf der linken sein oder auf der rechten Seite. Das wirst du dann auch erspüren, ne? So, dann bin ich mal gespannt. Stier, Liebe, August. Worum geht es denn da bei dir? Stier, Liebe, August. Oh, da will schon ganz schnell was raus. Die Liebe hält durch. Die Liebe gibt nicht auf oder verliert den Glauben. Die Liebe ist voller Hoffnung und jeder Situation gewachsen. Das hatte ich jetzt gerade auch beim Schützen. Die Liebe hält durch. Ja, durchhalten, Durchhaltevermögen. Ja, vielleicht gibt es da wirklich schwierige Hürden, schwierige Wege oder aber. Einige von euch haben vielleicht auch so ein bisschen den Glauben an die Liebe verloren, eventuell, ne? Aber ja, man muss einfach durchhalten. Vielleicht auch in dieser Verbindung, ne? Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen ist gefragt. Auch schwierige Dinge, schwierige Situationen, schwierige Gefühle, ne? Unangenehme Gefühle, die da auftauchen können. Das alles kann man überwinden, ne? Man muss halt nur genügend Durchhaltevermögen haben. Gucken wir mal weiter. Stier, noch eine Karte dazu. Liebe August, was gibt es denn da noch? Wollte wieder zurück. Was haben wir noch? Wagnis, den Sprung zur anderen Seite wagen, Risiko. Ja, ein Wagnis in der Liebe, ne? Es wagen, sich zu der Person hin zu bewegen, ein Wagnis eingehen, ne? Ja, den Sprung schaffen. Auch wenn es vielleicht schwierig ist in einer gewissen Verbindung, ne? Je nachdem, was das für eine Verbindung jetzt ist, auch wenn ihr da am Anfang seid mit einer Person, ja, no risk, no fun, sagt man so, ne? Ja, vielleicht seid ihr da oder wart da die ganze Zeit am Hadern, ne? Bringt das überhaupt was, wenn ich mich zu diesen Menschen hinbewege? Soll ich den Sprung wagen? Soll ich ein Risiko eingehen? Soll ich alles auf eine Karte setzen? Ja, vielleicht geht es auch darum, dass man sich in eine andere Lagesituation reinbewegen soll oder will, ne? Vielleicht muss man hier eine gewisse Situation einfach verlassen, ne? Durchhaltevermögen. Wir gucken mal weiter. Was gibt es hier noch zu sagen vorab? Stier, Liebe, August. Ja, 9 der Münzen, Stier. Disziplin, Durchhaltevermögen auch. Und Zufriedenheitsenergie. Pflegen, etwas herstellen. Das ist auch Selbstwert hier. Selbsterschaffung. Das, was ich mir selber aufgebaut habe. Ja, vielleicht geht es wirklich darum, etwas weiter zu pflegen, was vielleicht schwierig ist, schwierig war, ne? Durchhaltevermögen. Das ist so ein Gefühl von, ja, so weit bin ich doch jetzt schon gekommen, ne? So weit ist es ja jetzt schon. 9 Münzen, eine fehlt noch, dann sind es 10 Stier. Wir gucken uns jetzt an, was hier zwischen dir und deinem Gegenüber los ist, in der Gefühlswelt und so weiter. Stier, eine Karte hier auf der ersten Seite. Was ist denn los zwischen Stier und Gegenüber? Ja gut, da will schon eine raus direkt hier. Das ist der Page der Schwerter hier. Luftenergie. Holen wir uns noch eine Karte. Was ist bei Gegenüber los?
Und da haben wir die 8 der Schwerter. Okay. So, wir gucken uns erstmal die Seite an. Stier, der Page der Schwerter. Luft, Zwillinge, Waage, Wassermann-Energie ist das. Das ist eine eher kopflastige Energie. Hier geht es um jemanden, der sich da wirklich auch schon selber etwas ausgemalt hat. Das ist auch so eine Betrachter-Beobachter-Funktion. Ne? Jemand, der erstmal alles betrachtet, beobachtet. Ne? Stabilität und Sicherheitscheck. Das ist jemand, der im Stillen seine Pläne macht. Also hier hat jemand schon ganz gut geplant und durchdacht. Ne? Das ist eine Anfangsenergie. Ne? Das kann sich auch um junge Menschen handeln oder auch einfach eben um eine Situation, die einfach noch am Anfang steht. Ne? Also es kann sein, dass da der Mensch, oder vielleicht bist du das ja auch hier auf der Seite, sich mit anderen Dingen befasst, sich da irgendwelche Pläne macht oder Pläne gemacht hat, auch gewisse Vorbereitungen. Hier hat jemand gewisse Vorbereitungen getroffen. Ich weiß nicht, hier sehen wir Bücher, ne, an der Seite. Also da hat sich jemand auch schon ein bisschen Wissen angeeignet. Aber das Wissen reicht noch nicht, weil das ist ein Page. Ne? Das ist immer noch so eine Anfangsenergie, so eine jüngere Startenergie. Aber irgendwas führt diese Seite hier im Schilde. Aber gedanklich gesehen, ne? Ja, wir klären das mal auf jetzt hier. Worum geht's denn hier noch? Page der Schwerter hier. Was ist hier los auf der ersten Seite, Stier? Worum geht das hier? Ich werde hier noch nicht ganz schlau. Der König der Kelche von der anderen Seite hier. Das ist Wasserenergie, Fische, Krebs, Skorpion. Also, ja. Hier will jemand jetzt einfach seinen Spaß genießen, sage ich jetzt mal. So. Hier hat jemand irgendwie wilde Dinge im Kopf und will seinen Spaß genießen. Natürlich auch mit Gefühl. Der König der Kelche hat Gefühl. Da will auch jemand seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ne? Man ist da wirklich erstmal so im Kopf beschäftigt, gedanklich, macht sich Pläne und so weiter. Ne? Aber möchte sich auch ganz gerne so ins Getümmel reinschmeißen, Spaß haben. Ne? Sprich, das ist so die verspielte Seite von diesem König der Kelche, der eigentlich seine Gefühle auch immer gerne zurückhält, ne? Sehr gefühlvoll ist, aber seine Gefühle zurückhält. Aber hier kommt diese spielerische Seite zum Vorschein. Ne? Und ja, es kann natürlich auch darum gehen, dass diese Seite hier versucht, diese Leichtigkeit, diese spielerische Seite von der anderen Person rauszukitzeln. So, das Gefühl so ein bisschen rauszukitzeln, versteht ihr, ne? Das alles gefühlvoller zu machen, spaßiger zu machen, flirtiger zu machen, ne? Klären wir mal auf hier. Was ist hier los auf der Seite? Page der Schwerter. Worum es hier um König der Kelche geht? Was ist hier los auf der Seite? Stier. Oh, die 9 der Kelche. Verkehrt. Da hat jemand sein Ziel irgendwie noch nicht erreicht. Oder ja, Sachen, die einem verwehrt worden sind. Und ja, die 4 der Stäbe, ich sag ja, hier will jemand wirklich versuchen, den Spaß ranzuholen, dass sich jemand öffnet hier. Das ist auch die Anspannung, sich nicht öffnen können. Irgendwas ist hier komisch in dieser Verbindung, beziehungsweise angespannt mit diesem Menschen. Jemand kann sich nicht richtig öffnen. Jemand betrachtet das Ganze auch vielleicht zu ernst, zu angespannt, ne? Entweder geht es darum, dass derjenige das rauskitzeln will, ne? Von der anderen Seite hier. Oder aber dieser Mensch widmet sich anderen Dingen jetzt, ne? So, ja, Wünsche wurden mir nicht gewährt, Wünsche wurden mir vorher nicht erfüllt, ne? Ich gebe mich jetzt den Spaß hin, ne? Ich will jetzt einfach Spaß haben, ich will das Leben genießen, ne? Nicht immer nur hier Ernsthaftigkeit und so weiter. Wir gucken uns jetzt die andere Seite an. Hier haben wir nämlich 8 der Schwerter. Das ist ja eine gefangene Energie. Ne? Gefühle sind gefangen, Gedanken. Man fühlt sich regungslos, gefangen. Man weiß gerade nicht, wo man steht. Man hat keine klare Sicht. Man weiß nicht, was man machen soll. Man weiß nicht, was man unternehmen kann. Die Hände sind einem gebunden. Blockaden. Jemand ist hier blockiert, fühlt sich blockiert. Schauen wir mal. Womit hat das was zu tun? Die 8 der Schwerter hier auf der Seite. Uiuiui. Hier haben wir den König der Schwerter und das Ass der Stäbe. So, das ist jetzt auch hier so eine
Kälteausstrahlung, so eine kühle Energie, so eine, ja, machtvolle Energie. Hier haben wir auch Luft. Zwillinge, Waage, Wassermann. Das ist aber auch nochmal eine sehr standhafte Person, ne? Also, ja, das ist das nämlich, ne? Kühle wird ausgestrahlt, aber eigentlich will man Leidenschaft. Handlungsbedarf ist hier, ne? Handlungsfähigkeit hat die Person aber nicht. Irgendwas ist hier ins Stocken geraten, beziehungsweise die Leidenschaft ist irgendwie auf der Strecke geblieben hier. Das ist eine Staatsenergie. Es geht darum, dass diese Person auch einfach anfangen soll, starten soll, das ganze Zepter in die Hand nehmen soll, ne? Vielleicht auch was mit anderen Dingen zu tun hat. Diese Seite ist hier auch viel zu ernst. Das Ganze ist viel zu ernst, viel zu steif, viel zu kalt. Hier könnte jemand auch wirklich so mit anderen Dingen beschäftigt sein, ne? So mit Erfolg und Karriere und so weiter, Ehrgeiz, aber ja, Handlungsfähigkeit bzw. Spaß und Leidenschaft und so weiter ist hier irgendwie auf der Strecke geblieben. Klären wir mal auf, Stier. Ach, der Schwerter, der König der Schwerter und Ass der Stäbe. Was ist hier auf dieser Seite los? Eieiei, hier. Die Sieben der Schwerter und die Sieben der Münzen. Ja. Entweder fühlt sich hier jemand hintergangen, beziehungsweise hier ergreift jemand immer wieder die Flucht. Ne? Das ist so ein Fluchtverhalten. Ich weiß nicht genau, wovor diese Person wegrennt. Jedenfalls ist hier aber nochmal diese Geduldsenergie. Da wartet jemand auf irgendetwas, ne? Dass etwas stabiler wird. Geduldskarte, Stabilitätsaufbau. Also hier passiert nicht viel. Deswegen sage ich ja, hier ist der Gedanke da, beziehungsweise dieses Gefühl da, Nervenkitzel und ja, Gefühle freien Lauf lassen, Spaß haben, Anspannung loslassen. Und hier wartet jemand auf was ganz anderes, habe ich das Gefühl, ne? Münzen, Stabilitätsaufbau, ja klar. Aber irgendwas ist für diese Person noch nicht greifbar, nicht fruchtbar, ne? Also es kann auch sein bei einigen von euch, ihr Lieben, die Liebe hält durch, ne? Das ist ja schon hier das Vorwort, so, ne? Und ich sag ja, irgendwie könnte man so den Glauben ein bisschen verloren haben und wirklich dann in dieser stocksteifen Energie jetzt hängen und den Spaß so ein bisschen vergessen, ne? Beziehungsweise die Leidenschaft, die dann irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Man wartet und wartet, man hat das Gefühl, das hat alles nicht gepasst. Entweder mit mehreren Menschen oder auch mit einer bestimmten Person, ne? Da wurde sich davon gemacht oder man hat das Gefühl, das war nichts Richtiges, ne? Wegrennen und nichts Stabiles und man ist hier in dieser Warteenergie, in dieser Erwartungshaltung, dass etwas wächst, aber stabil, Stabilität, ne? Das ist irgendwie was anderes für euch. Ihr seht da irgendwas anderes, ihr wollt da auch was anderes. So, Stier, wir gucken jetzt mal hier, wie die Ausgangssituation vorerst aussieht in der Liebe hier. Was sagt denn die Ausgangslage, Stier? Was ist hier los? Ja, da, das ist eure Energie. Der Page der Münzen, von der anderen Seite Stier, Steinbock, Jungfrau. Ja, weggedreht, woanders hinschauend, sage ich ja. Man hat da etwas anderes im Blick. Man hat die Leidenschaft zwar im Hinterhalt, aber man wartet auf den richtigen Mensch, beziehungsweise man wartet auf den richtigen Moment, bis man seine Münze überreichen kann. Ne? Beziehungsweise man wartet auch auf die richtige Münze, die dir dann entgegengebracht wird. Das ist Anfang, Anfangsenergie. Da könnte dir etwas aufleuchten, was für dich interessant sein kann. Ne? Wo auch dein Interesse geweckt wird. Etwas Neues, vielleicht sogar auch ein neuer Mensch. So, das klären wir jetzt auch auf, Stier. Was ist denn hier los mit den Pagen der Münzen hier von der anderen Seite? Ja, die Treppe und das Schwert, Stier. Das ist der langsame Aufgang, sage ich mal, ne? Stufenaufgang. Sich hocharbeiten, hochkommen auch wieder vielleicht, ne? Aufstehen hier. Augenbinde ab, Fesseln ab. Und die Treppe hochgehen hier.
Dann haben wir ja auch noch mal den Kampf, beziehungsweise die Abwehrhaltung kann das natürlich auch sein. Ne? Bissigkeit, hier ist jemand wirklich stocksteif. Ich weiß es nicht. Stier. Hier könnte etwas aufploppen, was ich eben schon gesagt habe, was deine Neugier erweckt, was Neues, ne? Was auch mit Standhaftigkeit und Bodenständigkeit zu tun hat, hier die Münze. Ne? Wo du dich auch hinbewegen solltest. Wo man für kämpfen sollte. Ich sage ja, Durchhaltevermögen, die Liebe hält durch. Was haben wir da im Hintergrund? Fünfundneunzig. Vierzehn. Fuchs. Ja. Das ist diese Frage, ne? Welche Richtung ist das jetzt hier, ne? Richtungswechsel. Falscher Weg, richtiger Weg. Hier kommt irgendwas anderes, was wirklich standhaft und richtig ist. Was der richtige Weg ist. Hier erkämpft man sich irgendwie einen Weg und hier kämpft man sich auch frei von falschen Dingen, von falschen Sichten, von falschen Personen, Täuschungen, auch vor Täuschungen. Ne? Man befreit sich von Täuschungen. Vielleicht hatte man solche Täuschungen hinter sich, ne, wo man sich einfach getäuscht hat und wo man jetzt einfach ein bisschen vorsichtig ist und wo man in dieser Wartehaltung ist. Nee, also ich will wirklich Münzen, ich möchte Stabilität, ich möchte Sicherheit, ich möchte keine Täuschung hier ja auch, ne? Sich davon schleichen, getäuscht sein, getäuscht worden. Ja, sich selbst vielleicht auch davon geschlichen haben. So, und darum geht es jetzt hier, ne? Stier, Aufgang, Treppenaufgang, für etwas kämpfen, ne? Hoffnung, das ist eine hoffnungsvolle Energie hier, der Page der Münzen, ne? Die Liebe hält durch. Glaube und Hoffnung. Mein lieber Stier, danke dir fürs Zusehen. Ich wünsche dir alles Liebe und natürlich auch in der Liebe, dass du den richtigen Menschen an deiner Seite hast und dass sich alles in deine Richtung fügt. Mach's gut, mein lieber Stier. Bis bald. Tschüss.